Restwasserstraße. Wonach klingt das? Naja, nach letzter Rest eben oder überflüssig. Bundesverkehrsminister Ramsauer jedenfalls will aus unserer schönen Saale so eine Restwasserstraße machen. Andere Politiker hatten da ganz andere Pläne. Frachtschiff an Frachtschiff sollte auf der Saale schippern. Ja, was denn nun? Hü oder hott? Sehen Sie selbst. 1 und 3. Es ist gerade mal ein Jahr her, da wurde hier in Bernburg ein hochmodernes automatisches Schleusensystem für die Saale eingeweiht. Die Schleusenwärter arbeiten jetzt am Computer. Das ist schon eine Umstellung, aber insgesamt finde ich, macht mir mein Job Spaß hier und es ist eine neue Herausforderung. Rund 4,5 Millionen Euro kostet die gesamte Anlage. Geht es nach dem Bundesverkehrsministerium, ist sie schon jetzt überflüssig. Denn vor 2 Wochen legte Verkehrsminister Peter Ramsauer diese Reformpläne für die Wasserwege vor. Die Saale ist hier hellblau eingezeichnet, eine sogenannte Restwasserstraße. Die unterste Kategorie, ohne Gütertransport und nicht mal Teil des Wassertourismusnetzes. Manfred Sprinzek betreibt seit über 10 Jahren Lobbyarbeit für den Ausbau der Saale. Als er von den neuen Plänen hörte, schwante ihm nichts Gutes. Aber in dieser Konsequenz, habe ich das jetzt erst richtig begriffen, ja fast erst gestern, ich habe mir sicherheitshalber vom Wasser- und Schifffahrtsamt nochmal bestätigen lassen, dass das tatsächlich auf Minus geht. Also dass tatsächlich die Saale als Bundeswasserstraße entwidmet wird und alle Schleusen totgestellt werden. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ehemalige Prestigeprojekt Saale-Ausbau, eine Geschichte, die von übersteigerten Hoffnungen und vorauseilend verbauten Millionen handelt. Fast 2 Jahrzehnte politischer Konzeptionslosigkeit, doch der Reihe nach. 1993, als kurz nach der Wende die Verkehrspläne für Ostdeutschland Gestalt annehmen, ist Michael Wissmann der zuständige Bundesverkehrsminister. 220 Millionen D-Mark sollen für den Saale-Ausbau investiert werden, weil der Schiffsverkehr angeblich auf das 140-fache ansteigen soll. Laut einem internen Sitzungsprotokoll, das exakt vorliegt, wird darüber diskutiert, wie denn die Summe von 220 Millionen D-Mark zu rechtfertigen sei. Die erstaunliche Antwort des Ministers: Das will ich auch wissen. Dass man von Anfang an mit unhaltbaren Zahlen jongliert hat, davon ist Professor Hans-Ulrich Zabel überzeugt. Der Wirtschaftsexperte hat sich jahrelang mit den Ausbauplänen für die Saale beschäftigt. Die Prognosen sind bei Weitem nicht eingetroffen. Sie haben sich als völlig überzogen erwiesen, genau wie sich die Berechnungen zur Begründung der Einzelprojekte, insbesondere die Nutzen-Kosten-Verhältnisse, als völlig überzogen erwiesen haben. Das heißt, man muss ganz deutlich sagen, es handelt sich hier um eine Aneinanderreihung von Fehlinvestitionen. Weiter im Ablauf der Ereignisse. Wir schreiben das Jahr 1998. Michael Wissmann ist immer noch Verkehrsminister, aber inzwischen überzeugter Saale-Ausbaufreund. Bei einem Besuch in Sachsen-Anhalt vollführt er nicht nur für Kameras erste Spatenstiche, sondern rügt auch hinter geschlossenen Türen die Landesregierung. Sie solle sich mit mehr Energie für den Flussausbau einsetzen. Doch in Magdeburg ist man skeptisch geworden. Das Verkehrsministerium gibt ein Gutachten in Auftrag und lässt die vorliegenden Zahlen prüfen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung kommt in seinem Gutachten zu einem vernichtenden Urteil. Zitat: Die Prognosezahlen sind aus heutiger Sicht als völlig unrealistisch zu bezeichnen. 1998, da wäre der Zeitpunkt gewesen, auszusteigen und dieses unabhängige Gutachten für die Entscheidungsfindung zu nutzen. Doch die Politik fährt trotzdem weiter den Ausbaukurs. 30 Millionen werden im Hafen Halle verbuddelt. Im Jahr 2000 sind 12 Anlegestellen für Transportschiffe fertig. Zu sehen ist gar keins. Damit die Millioneninvestitionen dennoch gerechtfertigt sind, sollen nun neue Millionen investiert werden. Saale-Kanal heißt das neue Traumprojekt. Der soll den Zugang für große Transportschiffe gewährleisten. Kostenpunkt 80 bis 100 Millionen Euro. Was die Planer ausblenden, alles hängt mit allem zusammen. Trotz Kanal führt der Schifffahrtsweg am Ende in die Elbe. Und die hat ein halbes Jahr lang Niedrigwasser, argumentiert Ernst Dörfler vom BUND.
ein ausgewiesener Gegner des Saale-Projekts. Also Saale und Elbe müssen immer im Zusammenhang gesehen werden, denn Schiffe fahren immer große Strecken und Schiffe, die in Halle-Bernburg beladen werden, fahren durch Saale und Elbe. Nachdem aber im Jahre 2002 der Elbe-Ausbau zu den Akten gelegt wurde und der Klimawandel dazu führte, dass die Elbe immer weniger Wasser führte, hätte man schon damals den Saale-Ausbau zu den Akten legen können. Das wäre vernünftig gewesen und hätte uns Millionen Euro gespart. Geht nicht, gibt's nicht. Das bleibt das Motto der Geschichte. Auch 2004, als neue Zweifel laut werden. Exakt liegt ein persönlicher Brief von Umweltminister Jürgen Trittin an seinen Kollegen Verkehrsminister Manfred Stolpe vor. Trittin würde das Millionenprojekt am liebsten abblasen. Weder die Wirtschaftlichkeit noch die Umweltverträglichkeit seien für ihn nachgewiesen. Doch auch dieser Einwand bleibt folgenlos, noch jahrelang. Und nun der neue Plan des Bundesverkehrsministeriums, die Saale plötzlich unbedeutend für die Schifffahrt. Eine Kehrtwende nach fast 20 Jahren. Jetzt heißt es aus Berlin, dass man aus allem, was geplant und gebaut wurde, quasi aussteigen will. Offizielle Begründung: Sparmaßnahmen. Das Ende eines langen Weges vom Prestigeprojekt zur Restwasserstraße. Auf alle Fälle ist das Kapitel Millionen für die Saale noch lange nicht abgeschlossen. Das, was an Investitionen getätigt wurde, ist zum Teil sicherlich zurückzubauen. Von den gleichen Institutionen möglicherweise und wiederum mit Steuergeldern.